Stellen Sie sich die Szene vor. Sie kommen etwas früher am Flughafen in Hawaii an und entscheiden sich, in der Wartehalle zu entspannen. Plötzlich bemerken Sie eine ängstliche blonde Dame in einem weißen Kleid, die an einem Gate steht. Sie schaut aus dem Fenster auf die Landebahn und wartet auf jemandes Ankunft. Sie greifen in ihre Tasche, um ihr etwas Schokolade zur Beruhigung zu geben. Aber es ist zu spät. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben soeben die Hofdame getroffen. Ein ansässiges Phantom des Honolulu International Airport. Wie jedes Phantom hat sie eine düstere Hintergrundgeschichte. Die Dame verliebte sich einst in einen Mann. Und er versprach, sie zu heiraten. Aber dann flog der glückliche Bräutigam ins Ausland und kehrte nie zu seiner Braut zurück. Sein Betrug brach ihr das Herz und sie nahm sich das Leben. Aber ihr Phantom hängt immer noch am Flughafen. Und sie wartet auf ihren Mann, der zurückkehrt. Genau wie der berühmte japanische Hund Hachiko auf seinen Meister wartete. Im Laufe der Jahre haben die örtlichen Polizeibehörden zahlreiche Beschwerden über das umherwandernde Damen Phantom in den Toren und anderen eingeschränkten Bereichen des Flughafens gesammelt. Auch hält sich diese Entität gerne in öffentlichen Toiletten auf. Genau wie die jämmerliche Myrte aus dem ikonischen Fantasy-Roman. Einige Flughafenmitarbeiter berichteten, dass sie gesehen haben, wie sich Toilettenpapierrollen von selbst abwickelten, während sie nachts leere Toiletten reinigten. In einigen Fällen knallten die Toilettensitze zu und die Toiletten spülten von selbst. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies jemanden überrascht, da viele öffentliche Toiletten eine automatische Spülung haben. Leider klärt diese urbane Legende nicht den Weg, um den herzzerbrochenen Phantom freizugeben. Aber zumindest ist diese Geschichte eine gute Erinnerung daran, zweimal nachzudenken, bevor sie irgendwelche Versprechen machen. Und wenn wir von gruseligen Damen in Weiß sprechen, hat auch der Kempe Goda Internationaler Flughafen in Indien eine. Ein Pilot bemerkte einmal eine merkwürdige Frau in einem weißen Sari auf der Landebahn. Er rief die Flughafenarbeiter an und bat sie, ihr zu helfen. Aber sie verschwand, bis das Personal an der Stelle ankam. Zahlreiche Zeugen haben das gleiche Phantom in anderen Teilen des Flughafens gesehen. Die Dame spukt in der Frachtabteilung, auf Rolltreppen und sogar auf dem Parkplatz. Laut den Medien kennt niemand ihren Hintergrund oder den Grund, warum sie hier ist. Vielleicht wurde ihr Gepäck verloren und sie versucht nur, es zurückzubekommen. Heute ist der Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok einer der geschäftigsten Flughäfen der Welt. Das hält diesen Verkehrsknotenpunkt aber nicht davon ab, auch den Titel des am meisten heimgesuchten Ortes in Thailand zu tragen. Obwohl die Fantasie dazu neigt, etwas Altes und Verstaubtes zu zeichnen, wenn wir das Wort verflucht hören, ist Suvarnabhumi relativ neu. Es begann im Jahr 2006 zu arbeiten. Aber es stellte sich heraus, dass das Land unter dem Flughafen einst eine alte Begräbnisstätte war. Die Bauarbeiter mussten ein Sumpfgebiet namens Cobra Swamp trockenlegen, um das Grundstück für den Bau vorzubereiten. Und mysteriöse Ereignisse begannen vom ersten Arbeitstag an aufzutreten. Wehklagen, unheimliches Schreien und sogar klassische Musik kamen aus dem Nichts. Einige Bauarbeiter weigerten sich, die Konstruktion fortzusetzen, weil sie zu sehr vor bösen Mächten Angst hatten. Die Einheimischen glaubten, dass sie die Wesenheiten erzürnten, die unter dem neuen Flughafen schliefen. Deshalb wurden 99 thailändische Mönche eingeladen, ein Ritual durchzuführen. Gemeinsam rezitierten sie 9 Wochen lang, um alle schlechten Schwingungen zu beseitigen. Die Zeremonie war fast beendet, als plötzlich ein zufälliger Mann die Mönche unterbrach und behauptete, von einer der lokalen Wesenheiten besessen zu sein. Seine Botschaft war ziemlich klar. Ihr solltet ein ordentliches Spirithaus bauen, um den reibungslosen Betrieb des Flughafens zu gewährleisten. Nachdem er das gesagt hatte, fiel er in Ohnmacht. Später wachte der Mann normal und bewusst wieder auf. Die Flughafenbehörden entschieden sich, die geheimnisvolle Anfrage zu erfüllen. Geisterhäuser sind Teil der thailändischen traditionellen Überzeugungen. Grundbesitzer bauen schöne kleine Schreine, um Freundschaften mit unsichtbaren Wesen zu knüpfen, die ihre Grundstücke bewohnen könnten. Wenn Sie sich also jemals am Flughafen Bangkok befinden, vergessen Sie nicht, dieses Artefakt zu besichtigen. Ebenso wie das Quirlen des Ozeans, die bemerkenswerten Skulpturen, die den alten Hindu-Mythos darstellen. Die Geschichte handelt im Grunde genommen von hellen und dunklen Gottheiten, die zusammenarbeiten, um Amrita zu bekommen. Das Getränk der Unsterblichkeit. Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, warum Sie es sich zweimal überlegen sollten, bevor Sie einen Verkehrsknotenpunkt auf fragwürdigem Land errichten. Willkommen am Denver International Airport.
Laut Berichten einer der berühmtesten Spukflughäfen der Welt. Er steht auf einem besonderen, isolierten Grundstück, das von seinen früheren Bewohnern als heilig angesehen wurde, laut Medien. Es wurden mehrere Probleme und merkwürdige Vorfälle gemeldet, die bereits vom Anfang der Bauarbeiten am Flughafen stattfanden. Heute zieht dieser Ort zahlreiche Rätseljäger an und die Anzahl der Stadtlegenden, die sich um den Flughafen ranken, vervielfacht sich. Einige untersuchen die verborgene Bedeutung hinter den lokalen Wandgemälden und Wasserspeiern. Andere glauben, dass die riesige kobaltfarbene Pferdeskulptur vor dem Flughafen verflucht ist. Das liegt daran, dass die Skulptur, bekannt als Lucifer, das Leben ihres Schöpfers Luis Jiménez nahm. Im Jahr 2006 löste sich ein Stück und traf den Bildhauer, während er seine Arbeit beendete. Die enormen Ausmaße und abgelegene Lage des Flughafens veranlassen einige Leute zu der Vermutung, dass sich darunter ein geheimer Bunker befindet. Tatsächlich ist er größer als einige echte Städte wie zum Beispiel San Francisco. Aber der Sprecher des Flughafens hat diesen Mythos widerlegt und gesagt, dass dieser Verkehrsknotenpunkt mindestens 50 Millionen Reisende pro Jahr unterstützen muss. Und daher muss er riesig sein. Unser nächstes Ziel könnte Sie dazu inspirieren, The Langoliers von dem legendären Horrorautor Stephen King erneut zu besuchen. Obwohl der Thriller am Heimatflughafen von King in Bangor, Maine, stattfand, werden wir über den historischen Chandler Flughafen in Fresno, Kalifornien, sprechen. Dieser Ort hat viele abnormale Geschichten zu erzählen, einschließlich Berichte von Menschen, die durch die alte Terminalwand gehen. Einige Passagiere hörten körperlose Stimmen im Flughafenrestaurant. Das Küchenpersonal berichtete einmal von einem verdächtigen Geräusch während der Reinigungsarbeiten. Sie gingen nachsehen, was vor sich ging, und waren Zeugen, wie ein Teller sich über die Theke bewegte und dann auf den Boden fiel. Vielleicht war der unsichtbare Kunde einfach nur verärgert über die überhöhten Lebensmittelpreise. Hey, das könnte passieren. Genau wie der Flughafen von Honolulu hat auch Chandler einen ansässigen Phantom. Es ist ein alter Mann im Kontrollturm. Glücklicherweise stört dieser Kerl niemanden. Augenzeugen zufolge starrt er nur auf das Feld, als ob er unsichtbare Flugzeuge beim Starten und Landen beobachtet. In der Zwischenzeit ist die städtische Legende hinter dem internationalen Flughafen Savannah, Hilton Head, gleichzeitig unheimlich und romantisch. Sie besagt Folgendes: Wenn Sie kurz nach Sonnenuntergang landen, haben Sie die Chance, zwei Phantome an der Nordseite der Landebahn zu sehen. Die Legende besagt, dass dies die Phantome von Richard und Catherine Dodson sind, die einst auf dem Land unter dem Flughafen lebten. Sie stören weder die Passagiere noch das Personal. Es scheint, als würden sie nur die ankommenden Personen begrüßen. Unsere Liste kann nicht vollständig sein ohne den Manchester Airport in Großbritannien. Dieser belebte Ort bedient jährlich rund 28 Millionen Passagiere und beherbergt auch einige gruselige Geister. Passagiere und Personal berichteten von unheimlichen Figuren und seltsamen Phänomenen, wie Türen, die sich von selbst schließen. Die Flughafenarchive aus den 70er Jahren zeigten, dass einige Mitarbeiter sich weigerten, nach Einbruch der Dunkelheit allein im Terminal 3 zu erscheinen, weil sie zu ängstlich waren. Eines Nachts sah ein lokaler Arbeiter eine Figur mit einer Pilotenmütze, die eine Toilette betrat. Zu dieser Zeit waren keine Flüge zum Ankommen oder Abfliegen geplant, also beschloss er, dem mysteriösen Gentleman zu folgen. Aber das Badezimmer war leer und die bewegungsempfindlichen Lichter zeigten keine Reaktion auf den Fremden. Einige Leute berichten von Begegnungen von Angesicht zu Angesicht mit einem Phantom eines Piloten in einer alten Schuluniform. Er wandert normalerweise um Terminal 3 herum und sieht verwirrt aus. Leider weiß niemand genau seine Hintergrundgeschichte. Ein weiterer gruseliger Bewohner des Flughafens ist der Nachtwächter. Ein Phantom eines Sicherheitsbeamten aus den 60er Jahren. Ein ehemaliger Flughafenmitarbeiter traf einmal auf diesen Herrn und versuchte, mit ihm zu sprechen. Aber die Figur verschwand einfach in Luft auf und ließ den armen Kerl geschockt zurück. Danach beschloss er, seine Arbeit endgültig aufzugeben. Das kann ich verstehen.